Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Julia, eure Ex-Grundschullehrerin. Heute mit einem Thema zum Lernprozess an sich. Also dazu, dass wir vom äußeren Prozess zum inneren Prozess kommen dürfen. Also wir sehen das Lernen oft im Außen, dass wir im Außen irgendwas brauchen, damit wir lernen. Also Motivation oder Druck. Zwang, alles, womit halt unser Bildungssystem aktuell noch zusammengekleistert wird, so damit es nicht ganz auseinanderfliegt. Und letztlich müssen wir uns erstmal die Frage stellen, wie ist es denn in unserer Welt? Wann sind wir wirklich bei uns? Beobachtet euch mal, wie oft sind wir mit unseren Gedanken bei anderen Menschen, bei vielleicht auch was die Hochsensiblen anbelangt, bei Gefühlen von anderen Menschen, bei Wertungen, wie oft urteilen wir, wie oft vergleichen wir, alles im Außen. Ja, und wie oft bewerten wir andere, wie oft bewerten wir uns, wie oft denken wir uns, oh, was denkt der andere jetzt über mich? Also es ist eigentlich manchmal echt ein Graus. Und ja, wann beschäftigen wir uns wirklich mit unseren brachliegenden Potenzialen? Die Dinge, die wir mitgebracht haben, die Dinge, die wir gut können. Oder unseren Wünschen und unseren Träumen. Manchmal gar nicht, weil es zu schmerzhaft ist, weil wir gar nicht drüber nachdenken wollen, wie tief wir die ins Unterbewusstsein gedrängt haben und wie oft tun wir was aus Freude und was nicht zweckgebunden ist oder durchgeplant ist, planmäßig gerade passiert oder irgendwas, was auf die Zukunft wieder ausgerichtet ist. Und wann sind wir im Hier und Jetzt? Und dann wären wir bei uns, wenn wir das machen würden. Und wir sind relativ darauf trainiert und fokussiert, immer im Außen alles wahrzunehmen. Das sagen ja im Moment alle. Und auch beim Lernen ist es eben so, wir nehmen das als äußeren Prozess war und deswegen wiegen wir uns auch in Sicherheit, wenn wir zum Beispiel unser Kind in die Schule schicken, wieder ins Außen, damit es von Experten auch wieder vom Außen irgendeinen Stoff vermittelt bekommt, auch wieder vom Außen festgelegt, so damit das Kind dann in dieser Welt im Außen gut klarkommt. Und ja, dann ist es natürlich auch so, dass ja, letztlich, wie ich eben gesagt habe, der Lehrstoff, die Zeit, Zeitvorgaben, Zielvorgaben, Material, Präsentation, Motivation, kommt alles vom Lehrer von außen, vom Kultusministerium, durch den Lehrplan, alles kommt von außen auf die Kinder zu. Und dann auch noch der Wettbewerb, der kommt ja auch noch von außen, dann dieser gesunde Wettbewerb. Was ist das überhaupt? Gesunder Wettbewerb? Also ich finde Wettbewerb mittlerweile für mich überflüssig. Wenn jemand was besser kann als jemand anderes, dann ist das ja eine ganz natürliche Sache. Aber vielleicht muss der andere das gar nicht können. Ja, also weiß nicht, ob das so gesund ist, wenn ich immer gucke. Oh, was kann der? Oh, das muss ich auch können. Und obwohl es meinem Inneren gar nicht entspringt, meinem Herzen gar nicht entspringt. Und gerade schadet uns dieses Aufmerksamkeit immer zum Banknachbarn zu lenken und immer ins Außen zu lenken. Und letztlich ist Lernen innerlich. Ich lerne das am besten, was ich gerade brauche, was ich gerade lernen möchte. Und dieses Interesse heißt ja so mittendrin sein, dabei sein. Und das ist eben das, was wir wirklich brauchen. Aber wie kommt das zustande, wenn ich jetzt immer nur gucke, ich kriege von außen irgendein Thema, dann muss ich noch schauen und mein Banknachbar ist besser. Oder muss ich mich beeilen, dass ich das auch schaffe und ich denke überhaupt nicht mehr darüber nach, ob ich das überhaupt schaffen will. Ich werde auch natürlich nicht gefragt im Falle von den Kindern. Ne? Ich werde nicht gefragt, ob ich das überhaupt haben will. Und
Ja, mal ganz abgesehen von verschiedenen Lerntypen, verschiedenen Lerngeschwindigkeiten und Verarbeitungstiefe, gerade die Hochsensiblen haben eben immer gern den Wunsch, Dinge wirklich zu durchdringen und zu verstehen. Und das ging mir immer so. Und deswegen habe ich auch, weil ich natürlich auch so getrimmt war, ich wollte gut sein, ich wollte gute Noten haben. Da war das für mich natürlich noch schwerer, anstatt einfach zu sagen, so, jetzt lernst du den Kram und ich wollte es halt immer verstehen. Und die Schule hat halt auch, wie ich im letzten Video schon gesagt habe, immer so die Angewohnheit, die Dinge nur so halb anzukratzen. Und ja, das ist eben wirklich die Frage, wie oft widmen wir uns den verschiedenen individuellen Schülern wirklich in ihrem inneren Prozess, in ihrer Individualität? Ja, kann jeder Lehrer eigentlich wahrscheinlich sagen, wenig. Ja, also die, die schnell sind, die kriegen dann noch ein paar Arbeitsblätter oder halt noch, wenn es gut läuft, ein paar andere Aufgaben. Und letztlich war es das schon. Und wenn wir uns mal die Klassenstärken angucken und die Betreuungsschlüssel, dann kann das auch groß gar nicht anders gehen. Und schon gar nicht, wenn ich dann immer Druck habe, gewisse Dinge abfragen zu müssen und gewisse Dinge zu dokumentieren. Hauptsache, es steht irgendwo, dann ist ja gut. Aber das wird dem inneren Prozess nicht wirklich gerecht. Und ja. Und dann ist halt die Schablone, die aufgelegt wird und alles, was darüber hinaussteht im negativen Sinne, wird therapiert. Vielleicht sogar mit Tabletten. Und das ist unsere Herangehensweise. Weil wir Lernen zu einem äußeren Prozess, von außen gesteuerten Prozess machen wollen. Weil wir alles kontrollieren wollen. Aber wir können halt nicht alles kontrollieren. Und das dürfen wir mehr und mehr einsehen. So, ich muss mir hier mal meinen Zettel umdrehen. Und ja, es ist letztlich das Kind in Vergessenheit geraten, das Kind als bestimmender Faktor. Und das Vertrauen zu haben, dass ein Kind lernen möchte, dass wir das gar nicht kontrollieren müssen, dass das Kind lernen möchte, weil es möchte von alleine lernen, aber vielleicht nicht in dieser künstlichen, von außen aufgezwungenen Gesellschaft. Und ja, das ist für mich einfach wichtig, nochmal zu sagen, dass da so ein Wandeln, Shift stattfinden muss in unserem Bewusstsein, damit wir eben vom Beurteiler zum Beobachter werden, damit wir eben herausfinden können, was möchte denn das Kind jetzt? Was lässt sein Herz höher schlagen? Wann leuchten die Augen? Ja, wer guckt denn da noch drauf? Ja, wir bereiten vor, wir freuen uns, wir haben schöne bunte Bilder gefunden, wir haben alles laminiert und alles ist fertig. Und wenn das Kind jetzt nicht mitmacht, dann hat es halt irgendein Problem und muss halt in irgendeine Therapie. So, und also mal so ein bisschen runtergebrochen. Natürlich ist es jetzt nicht ganz so krass, zum Teil vielleicht, aber ich denke nicht in jedem Fall. Aber halt wirklich so immer dieses, wir müssen alles evaluieren, wir müssen alles archivieren, weg davon. Brauchen wir nicht. Was bringt denn das? Diese ganzen Schülerakten und, ich weiß nicht. Also Lerntagebücher finde ich ja viel schöner, ne? Das andere ist halt alles irgendwann für ein Papier zerkleinerer. Aber, also ich habe mir das immer gar nicht durchgelesen, weil ich nicht, also wenn neue Schüler kamen, weil ich mich nicht irgendwie beeinflussen lassen wollte von der Meinung, die über das Kind dann eben schon bestand. Und ja, und auch vom Bestimmer zum Bereitsteller eben werden. Also nicht, dass ich bestimme, was kommt jetzt an Stoff, sondern dass ich bereitstelle, was gebraucht wird. Das Kind bestimmt den Stoff und ich weiß, was das Kind jetzt braucht an Material, an Impulsen, an Experten von außen zum Beispiel. Das muss auch viel mehr verzahnt werden. Also so die Eltern, was die machen. Wir hatten auch immer ganz viele Eltern, die uns von ihren Berufen erzählt haben
Und das finde ich ganz wichtig, immer nach außen gehen. Ich hatte wirklich Phasen, wo ich mit den Kindern ganz, ganz viel unterwegs war. Das habe ich nicht in jedem Jahrgang so gemacht. Aber es war wirklich immer schön. Und da können dann die Kinder wirklich mal ihre Fühler ausstrecken und sehen, oh, was gefällt mir denn und was gefällt mir nicht so. Und eben vom autoritären Lehrer zum liebevollen Begleiter werden. Also so, dass ich nicht mehr meine eigenen Verletzungen oder so überspielen muss, indem ich meine Macht ausübe, indem ich meine Ängste überdecke, dass ich vielleicht irgendwie mal angezweifelt werde oder dass ich vielleicht ja meinen blöden Spruch höre, ja, also dass ich das einfach weiß, dass es so sein wird, ja, wenn man mit Kindern arbeitet, dann bleibt das einfach nicht aus und dass ich halt einfach trotzdem da bin und trotzdem nett bin und ja, natürlich ist das alles ein Gesamtkonstrukt und es gibt schon auch Situationen, wo nicht immer nur der Lehrer schuld ist, ja, und es gibt auch Konstellationen, wo Schüler wirklich Grenzen auch in die andere Richtung übertreten, aber halt eben auch, weil sie es so gelernt haben, weil das ganze System auf dieses gegenseitige Kleinmachen ausgerichtet ist. Und letztlich ist es wichtig, dass der Schüler begreift, dass er zum aktiven Gestalter seines Lernprozesses werden darf und nicht darauf wartet, berieselt zu werden. Ne? Das ist natürlich, man drängt ja die Kinder regelrecht auch in die Passivität. Auch in die Bewegung ist ja da nicht so viel. Also man wird auch in die körperliche Passivität gedrängt. Man sitzt da die ganze Zeit und zum Teil sitzt man es ab. Also ich habe oft in Mathe echt aus dem Fenster geguckt und Uhr geguckt und so gewartet, bis es vorbei war. Und ja, genau. Das ist so die Umwandlung, die wir jetzt vor uns haben. Dieses von außen kontrollieren keinen Sinn hat. Ja, also das können wir uns jetzt noch, wie lange würde das noch gehen? Ich weiß es nicht, 2, 3 Jahre. Aber irgendwann crasht das System, weil einfach zu viele Lehrer dann im Burnout sind und zu viele Kinder auch Probleme haben mit diesen Anforderungen, die sie entweder überfordern oder unterfordern. Und ja, wir sind hier und dazu da, das Bewusstsein in den Leuten zu wecken, dafür, dass es auch anders gehen kann. Und es gibt so viele Leute, die da schon wirklich gute Ansätze haben und die gute Ideen haben. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn diese Leute mehr Gehör bekommen. Und ich versuche auch mehr Interviews noch zu machen in diesem Jahr, um ja einfach diese ganze Sache noch ein bisschen voranzutreiben. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und teilt das Video gerne, abonniert den Kanal, damit ihr keine Videos verpasst. Und bis zum nächsten Video. Ciao.